Auf die Blaue! Wie geht's ans Fest? Ja, lieber Francesco, zunächst ganz liebes Dankeschön, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind nicht nur stolz, dass wir den besten Bäcker aus der Stadt als Sponsor der Stuttgarter Kickers haben, sondern dass du einfach eine sehr tolle Persönlichkeit bist, großes Ausmaß an sozialer Verantwortung hast und viel Kreativität in dir steckt. Und so ist, glaube ich, auch die Idee entwickelt worden, dass du gesagt hast, dass wir mit der Mannschaft hier heute schön Plätzchen backen. Die Plätzchen wollen wir im Rahmen des nächsten Heimspiels dann für den sozialen Zweck verkaufen und das Geld an der Eugeli-Stiftung spenden. Das ist einfach eine richtig, richtig tolle Aktion und wir sind sehr dankbar, dass wir dich an unserer Seite, in unserem Team haben, in unserer Mannschaft. Dann haben wir auch noch eine Kleinigkeit dir mitgebracht. Aber. Nice! Danke für Eugeli, Kickerspeck. Mega, super! Ganz herzlichen Dank und wir freuen uns auf einen schönen Tag gemeinsam mit dir. Überragend! Danke! Die Jungs, die machen das auch genauso wie ihr, aus freien Stücken, da hat jeder ausgestempelt, die machen das genauso aus sozialen Zwecken, wie wir das alle zusammen machen. Das heißt, ich möchte auch mal einen Respekt an euch aussprechen. Ja, Paddy, du machst das perfekt. Sieht aus, wie wenn du das schon öfters gemacht hättest. Kann das sein? Nee, selber gemacht habe ich es ehrlich gesagt noch nicht so oft, eher als kleines Kind. Aber ja, ist auch nicht so schwer. Also wenn kleine Kinder das können, dann sollte ich das auch können. Und ja, aber macht Spaß. Mit der Übung jetzt, dann klappt das zu Hause auch, oder? Mit Sicherheit. Also ich bin schon heiß drauf, dann dieses Jahr mal selber Plätzchen zu backen. Oder Gutzle, wie man bei uns sagt. Ja, warum nicht? Also jederzeit. Dann weiter viel Spaß. Dankeschön. Ja, Francesco, wie stellen sich die Jungs an beim Backen? Ja, soweit ganz gut. Wir haben jetzt zwar nicht so viel Platz hier drin, aber wir wuseln uns ganz gut zusammen bisher. Und so wie das aussieht, sieht das auch ganz angenehm aus, doch passabel. Also zuversichtlich, dass da was rauskommt. Ich bin zuversichtlich, das kriegen wir hin. Okay. Zusammen sind wir stark. Meine Jungs gucken ja, dass sie das auch richtig machen, ne? Aber ich sehe schon, dass sie sehr bemüht sind. Und das ist die Hauptsache. Sehr gut, Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich auch. Und wie stellen sich die Jungs an beim Backen? Ja, die machen es ganz gut. Also Backen ist ja Teamwork, genauso wie der Fußball. Erst kommen viele Zutaten zusammen und am Ende kommt dann das Ergebnis in die Tüte. Und ja, wir machen das ganz gut und ich hoffe, dass wir am Samstag ähnlich gut auf dem Platz agieren. Und wenn wir gewinnen am Samstag, dann müssen wir eigentlich jede Woche hierher kommen, weil ich bin ja abergläubisch. Aber die Backergebnisse hier, die fließen nicht in die Aufstellung ein? In gewisser Weise schon. Also ich glaube, man sieht auch sehr gut, wer ein Teamplayer ist und wer keiner ist. Und das könnte natürlich auch Auswirkungen auf die Aufstellung haben. Alles klar, vielen Dank. Weiter viel Spaß. Sehr gerne, danke. Ich bin mal jetzt da verpackt.
Da haben wir vor allem vom Merck und auch noch vom Team.